Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Diablo 2 Resurrected in quasi Hardcore-Modus. Jawohl. Ich denke mal, wir haben alles hier geregelt soweit, ja. Und zwar werden wir heute die Gräfinnen. Ja, wir werden hier ordentlich die Gräfin farmen. I want to farm the Gräfin. You know what I mean? Wieso, wer trifft mich denn hier? Hä? Will du mir verarschen? So Kurzbogen und so ein Scheiß brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine schwachen Heiltränke mehr. Denke ich mal. Gold ist natürlich klar. Gold brauchen wir immer. Gold brauchen wir. Gold wollen wir. Na komm, hier nicht nachladen. Was soll das? So ist schön, ne? Leichte Rüstung. Mit ein bisschen Sockel drin. Macht Verteidigung von 11. Können wir schon mal behalten, vielleicht. So. Dann. Ne, wo sind wir denn? Hier müssen wir hin. Da müssen wir rein. In die Luke. Also wir werden heute ein paar Mal hier die Gräfin ablümmeln, damit wir hier ein paar Runen bekommen. Das ist gut. Den nehmen wir immer mit. Den leichten nehmen wir auch mit. Armbrust ist jetzt nicht so wichtig. Glücklicherweise wissen wir ja schon, wo es lang geht eigentlich. Genau. Seht ihr? Die Gräber, naja, kann die natürlich jetzt alle öffnen, aber die Tage, wie teuer ist die, wie viel haben die? Leider nein, leider gar nicht. So, hier geht's weiter. Wir machen jetzt auch keinen Aufriss hier, wir machen einfach los. Den nehmen wir natürlich mit. Schlüssel nehmen wir auch mit. So sieht's aus. Und dann latschen wir einfach mal durch. Zack. Schwacher ist, glaube ich, gut, ne? Schwacher? Leichter ist scheiße, ne? Schwacher ist okay, schwacher ist okay, schwacher ist... Nein, den wollte ich nicht. Ne, schwacher ist nicht gut. Leichter ist gut, ne? So, andersrum war es. Da habe ich mich gerade vertan. Leichter ist gut, schwacher ist kacke. Kacke Arsch. So, weiter geht's im Karton. Schriftrolle nehmen wir mit, ist klar. Rumsäbel, wie schön. Schwacher ist scheiße, haben wir gesagt, ne? So sieht's aus. Eigentlich ist es gut. Eigentlich ist es wirklich gut, dass hier so viele Gräber sind. Die man öffnen kann auch noch, ja, weil dadurch beeinflusst du natürlich deine Geschichte hier, ne? Je öfter du was aufmachst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass was Gutes rauskommt, ne? Deswegen, normalerweise, theoretisch müsste man alles öffnen, damit dann irgendwann mal was richtig Gutes rausfällt. Aber, weißt du, zeittechnisch ist natürlich wieder was anderes. Naja, willst du machen, ne? Kannst nicht alles haben. Stadtportal. So geht's rund hier im Karton. Ganz genau, Fräuleinchen.
So nämlich. Oh ja. Targe, Targe gut, aber nicht ohne Sockel nicht gut. Weißt du? Sagen wir hier einen rein. Wunderbar. Und hier können wir noch ein bisschen auf Vitalität gehen. Tiral, naja, warum nicht? Warum nicht? Ne? Nehmen wir natürlich mit. Ich kann nicht noch mehr tragen. Das ist schade. Müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas haben, was wir nicht so unbedingt brauchen. So ein Krummsäbel brauchen wir nicht, ne? Nicht identifiziert. Der kann weg. Ja, und der kann auch wegkommen. Hier, wir wollen die Rüstung mal mitnehmen. Hier, mal gucken, was da passiert. Leichte Rüstung, was haben wir da? Müssen wir mal sehen. Okay, das ist gut. Und normalerweise, naja, man kann jetzt sagen, hier, pass mal auf, mein Freund. Wir gehen jetzt einfach so zurück, ne? Kann man ja machen. Ist ja kein Ding. Wir müssen ja eh noch mal, Hallo? hallo. Also eigentlich, nee, eigentlich habe ich Fehler gemacht, ne? Eigentlich habe ich einen Fehler gemacht. Genau, das hat mir ja gesagt, das wäre ja kein Problem soweit, dass man hier Sachen macht. Ne? Jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr, Guten aber Tag. ist ja wurscht. Pass mal auf, handeln. Wir handeln den. Weil den braucht man nicht. Also Mann, ich nicht, jedenfalls. Der hat Verteidigung 15, der hat Verteidigung 18. Feuerwiderstand, Giftwiderstand, verbesserte Verteidigung, Angriffswert, Blitzwiderstand, Feuer hat er auch, Giftwiderstand hat er aber zwei. Ja, schmeiß ich weg. So, den verkaufe ich auch. Natürlich. Den noch nicht. Den will ich noch warten. Wegen der ganzen Geschichte und so. Will ich mal eben warten, nochmal eben, weil ich weiß ja nicht, vielleicht finden wir noch was Besseres, aber vielleicht auch nicht. Man kann nie wissen, ne? Und da hätten wir schon mal was, was wir anziehen können, ne? Und dann hätten wir hier sowas, das kann man hier einsortieren in meine Sortierungsanlage. Ist natürlich äußerst fruchtig, so weit, so gut. Und dann haben wir hier noch was für die Smaragd-Sammlung. Zack, Peng, Yukidu. Wunderschön, jetzt habe ich natürlich wieder die Hälfte vergessen hier oben. Dann müssen wir nochmal hier reparieren, oder? Yes, Sir, wir müssen reparieren. So, und dann, jetzt habe ich eigentlich, weiß, pass auf. Normalerweise muss ich hier speichern und verlassen. Und das schon in der Gruft quasi. Das wäre natürlich am besten. Dann brauchst du das Stadtportal nicht nehmen. Und dann gehst du einfach mit Paladonna wieder rein. So sieht es nämlich aus. Und dann wiederholst du den ganzen Schrott hier. Jetzt ist das Portal eh weg, weißt du, war verschwendet quasi. Also gehst du hier wieder rein ins Schwarzmöhrchen und dann gehst du runter, ne? Zu der alten Gräfin. Gehst du wieder hin, ne? Man muss natürlich wieder Alt drücken, damit das auch alles klappt. Die geben ein bisschen mehr Erfahrung hier. Das ist gut, das nehmen wir mit, natürlich. Leichter Heiltrank nehmen wir auch mit. So, große Axt ist jetzt Latte. Latte wie Hose ist jetzt wurscht. Ist jetzt voll wurscht. So sieht es mir aus. So, alle tot. Kommen wir rein. Und da rein. Und dann geht's ihm. Gib ihm. Komm. Geholt. Schwacher, schwacher, schwacher. Regeneration Trank ist immer gut. Leichte Armbrust, kleines Schild. Brauchen wir alles nicht. Das nehmen wir mit. So. Amulett kann man auch mal mitnehmen.
Weiß Bescheid. So geht's lang. So geht's nämlich lang. Und dann geht's nämlich hier weiter. Und dann kommen wir hier runter. Ja, und so macht man das, ne? Man farmt hier einfach mal so ein paar Lümmel. Ein paar Runen. Indem man immer wieder die Gräfin killt. Und dabei steigst du natürlich auch Level auf ein paar, ne? Was natürlich so sehr gut ist für uns. Das wollen wir quasi. Ja, und das ist doch schön, oder? Guck mal, die fallen alle um. Mir macht das Spaß. Ich finde das gut. Also was heißt Spaß, ne? Es ist halt, man macht halt was, ne? Man kann halt mal eben so hier durchlatschen. Alles gut. Ich meine, das wird sich ja noch ändern eines Tages. Wird sich das tatsächlich ändern? Da ist es nicht mehr so mit einfach in der Gegend rumrennen. Dummerweise, ne? Und, naja. Auch das werden wir noch erleben. Eines Tages. Oh, hier gibt es schöne Erfahrungen. Ist gut. So. Sammeln hier ein bisschen was ein. Wunderschön. Hier habe ich noch einen vergessen, ne? So sieht's aus. Amethysten und so nimmt man natürlich auch immer gerne mit. Lederrüstung, ja, wunderbar. Bär, naja. So, dann geht's rein hier in die Lümmeliese. Und da haben wir ein nächstes Level. Ist ja auch schön, ne? Dann gibt's hier noch eine vor die Mütze und dann droppt sie eine Rune, weißt du? Ich hab die Krise. Knall jetzt hier. Ein guter, leichter Gürtel brauchen wir auch nicht. So. Ich habe schon länger nicht mehr gemacht hier, die ganze Geschichte hier, diese ganze Geschose. Vitalität. Neue Aura, rein damit. So, und dann machst du hier nämlich jetzt, hier kannst du nämlich jetzt machen, speichern und verlassen. Er speichert nämlich nicht und verlässt, sondern er speichert und verlässt. Also er verlässt, aber speichert nicht. Also wir kommen jetzt nicht da wieder raus, sondern im Lager der Lümmel. So, jetzt sind wir nämlich wieder hier und jetzt können wir hier uns unsere Sachen aussuchen und auslümmeln. Solche Sachen halt, ne? Können wir alles verscheuern, was wir nicht haben wollen hier. Sowas zum Beispiel. Jetzt habe ich den gar nicht, natürlich nicht hier gedingst. Ja? Identified, den habe ich nicht identified. Können wir alles noch machen? So, hier, zack, da ist nämlich hier der Ring, da habe ich nämlich Energie und zu Stärke. Ja, Wahnsinn. Können wir auch gleich verscheuern, die Scheiße. So, das kann weg. Ja, weiß ich auch nicht. Kann eigentlich auch weg, aber weißt du Bescheid. So, hier. Du gehst hier hin, ne? Wenn man den Horadrim-Würfel hat, den wollen wir uns ja dann auch noch holen, dann können wir natürlich hier die nächste Stufe und so weiter machen. Können wir alles machen, das ist kein Problem, ne? Weiß Bescheid. Die können wir auch hier einsortieren. Mehr oder weniger. Die natürlich auch. Und Schlüssel. Hier auch ein paar rein. Was weiß ich. Hier lege ich mal oben hin. Zack. Fertig. Und dann geht's weiter. Eigentlich geht's dann weiter. Aber jetzt machen wir hier mal Pause. Ich weiß nicht, wie viel ich noch machen werde. Eine Viertelstunde oder so habe ich jetzt gemacht. Ja, kommt hin und das reicht. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob ich das noch... Ich weiß nicht, wie oft ich das noch wiederholen werde. Und ich weiß auch nicht, ob ich das noch mal aufnehme. Ich denke mal so 2-3 Stufen auf jeden Fall noch.
Ne? Schauen wir mal. Oder sollen wir noch einen rankommen? Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Dann hätten wir es eigentlich fertig, oder? Ich denke schon. Also ich weiß nicht. Ich will nicht so viel machen, aber ich will auch nicht so wenig machen. Ist klar soweit, ne? Wir wollen dann schon noch irgendwie den Horadrim-Würfel holen. Das ist natürlich Pflicht. Höchste Pflicht ist das quasi, ne? Den brauchen wir schon. Ich muss wieder Alt drücken, ja. Das wäre schon gut. Schriftrolle, natürlich. Ach, der da oben kann uns gestohlen bleiben, so weiter. Eine Runde machen wir noch, komm. Oh, Alt. Rubin. Und ein interessanter Krummsäbel. Der natürlich nicht identifiziert ist. Das ist nämlich der Blutmond. Sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Oh, was mache ich denn da? 15% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, erhöhter Schaden, 76%. Das ist natürlich auch schön. Abgesaugtes Leben pro Treffer ist auch schön. Chance auf offene Wunden ist auch schön. 15% plus 15 Leben. Alle Widerstände 15 plus 4 Lichtradius. Also der ist ziemlich gut. Den mag ich. Da müsste ich mir nur mal überlegen, ob ich da nicht vielleicht auch sogar nochmal irgendwie mit jemand anderem das spielen werde. Also, weißt du, eigentlich nicht, aber wenn man sowas findet, dann kann man das schon mal drüber nachdenken. Der hat Verteidigung 22, er hat zwei Sockel, das ist sehr interessant sogar. Ne? Zwei Sockel brauchen wir. Glaube ich. Ich meine, ich habe das so im Kopf. Ist ja nicht so, dass wir es brauchen jetzt, aber... Klar, wäre schon cool, ne? Wenn wir denn mal demnächst hier unsere Runen einsetzen wollen. Also bis dahin sollten wir schon leveln, glaube ich. Das glaube ich ist Level 17. Ich meine, das wäre Level 17. Dass wir die erste Rüstung da tragen können mit der Rune. Mit der Rune drin. Ich glaube, das wäre schon was. Und von daher können wir das so machen. Bis Level 17 sollte man das durchziehen hier. Oder ich zumindest. Also nicht sollte man, das will ich gar nicht sagen. Aber ich mache das so. Dann hast du auch was, wofür es sich lohnt, ne? Weil dann kannst du nämlich dein schönes Ding anziehen demnächst. So sieht es nämlich aus. Und das ist ja natürlich äußerst praktisch. Praktisch, ne? Praktisch. Äußerst praktisch. So, hier, du Kiste. Nur Gold. Aber das Gold, auf Dauer lohnt sich das schon, ne? Da holst du schon was raus, ne? Wenn du immer wieder reingehst und wieder was rausholst, dann ist schon gut. Und du brauchst ja hier nur durchlaufen. Ist ja. Das ist halt der Vorteil. Irgendwann wird es auch ein Nachteil. Ein bisschen nachteilig wird schon irgendwann. Halt. Den nehme ich mit. Aber insgesamt, Tag ist auch gut. Ich koche hier gar nichts, damit es mal klar ist. Zack. Da gibt die alte Schabracke mir aber auch nur einen einzigen Runen. Das kann ja wohl nicht Spaß sein. Die spinnt wohl wie? Pass mal auf. Dann gehen wir nämlich raus hier, dann sind wir draußen. Jawohl. Wenn wir rausgehen, sind wir draußen. Dann müssen wir klar ist. Haben wir uns da verstanden jetzt hier. Dann gehen wir wieder rein. Z.
So, jetzt haben wir hier, halt, erstmal zu dem Kollegen. Guten Tag. Hi, wir haben nichts zu identifizieren. Guten Tag. Guten Tag, immer du. Also den behalten wir natürlich und den behalten wir auch mal aus Versehen. Der hat nur ein Dings, den verscheuere ich. Das verscheuere ich. Das natürlich nicht. Reparieren tue ich auch noch. Ja, wir haben noch ein bisschen kurz vor Level Up. Mal gucken, wir uns aussuchen, welchen wir nehmen. Das ist natürlich äußerst schön, das Ding. Das würde ich glatt mal hier reinschmeißen. Falls man nochmal irgendwie was macht. So. Dann haben wir da schon von ein paar davon schon ein paar. Schon ein paar davon, kann man auch sagen. Man kann alles sagen. Man kann alles sagen, was man möchte. So, dann haben wir hier nämlich links und rechts und Schlüssel haben wir auch. Und die Kohle lassen wir auch hier. Das können wir auch hier lassen jetzt mal mittlerweile, weil ist ja, vielleicht spielt man ja nochmal irgendwen ein, ne? Weiß man ja nicht. Aber ich würde sagen, das reicht für heute. Ich habe nämlich auch, also weißt du, es ist ja auch langweilig, ne? Und dann so lange, 20 Minuten reicht jetzt, ne? Nächstes Mal nochmal 20 Minuten oder so, dann sind wir, glaube ich, ungefähr da, wo wir hinwollen. Und dann schauen wir weiter, ne? Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.